Nachdem wir zunächst über die Frage gesprochen haben, wie ordnet sich die jeweilige Improvisation den verschiedenen Möglichkeiten, die die Instrumente bieten, zu, wollen wir jetzt noch einmal genauer auf die jeweilige einzelne Improvisation schauen. Aus diesem Grunde haben wir Professor Bernd Ruf gebeten, dieses noch einmal einzuordnen. Thomas Hitchcock, der Jüngere, hat 1729 ein Instrument gebaut, das heute im Museum für Kunst und Gewerbe hier in Hamburg steht. Auf diesem Instrument hat Ilja Ruf dann ein Stück von Georg Friedrich Händel zur Vorlage genommen. Und mich würde interessieren, Bernd, wie siehst du sozusagen aus der übergeordneten Sicht mit der Erfahrung auch der Geschichte des Jazz diese Improvisation? Ich muss zunächst mal voranstellen, ich bin ja großer Händel-Fan und mich viel mit der Musik beschäftigt und auch aufgeführt und auch in unterschiedlichsten Bearbeitungen. Insofern habe ich da einen sehr nahen emotionalen Bezug auch und war etwas überrascht, dass die Variationen, die Händel seinem Thema sozusagen folgen lässt, doch relativ etüdenhaft wirken. Er hat sicher, ich sag mal, glanzvollere Stücke komponiert als diese fünf Variationen. Aber das Thema ist ganz wunderbar. Und das hat auch Johannes Brahms erkannt, der ja quasi seine berühmten Händel-Variationen auf dieses Thema aufbaute. Das Bemerkenswerte ist, es sind bei Händel quasi fünf relativ blasse Variationen und bei Johannes Brahms sind es 25, man muss sich das mal wirklich vorstellen, 25 Variationen, die er da notiert hat, komponiert hat, basierend auf diesem Thema. Und während Händel stilistisch quasi bei sich bleibt, lotet Brahms von Händel bis zu seinem eigenen Stil alles Mögliche an Stilistiken aus und geht in diesen 25 Variationen in die verschiedenen Richtungen. Warum sage ich das? Weil ich jetzt sozusagen zu der Interpretation komme von Ilja. Er nimmt die fünf Variationen auf, jetzt nur der Form halber, um sozusagen spielt das Thema plus fünf Teile. Ist aber stilistisch eigentlich methodisch bei Brahms, indem er sozusagen von Händel bis heute bis zu seiner eigenen Spielweise, zu seinem eigenen Ausdruck sozusagen verschiedene Elemente in die Improvisation, in die Variation reinbringt. Ne? Und es beginnt mit der ersten Variation, mit einer Improvisation über die Form. Er verlässt die Form. Also zuvor ist das Thema, das ist von den Phrasen, von den Takten ganz klar. Und diese Form verlässt er und geht in eine freie Improvisation mit Jazz-Voicings, mit entsprechender Harmonik. Dann folgt, geht er wieder zurück in die Form und das Ganze bekommt einen sehr poetischen Ausdruck. Ich habe so eine französische Assoziation, es hat eine gewisse Schlichtheit, diese Impro. Und dann geht es quasi beim dritten wieder ganz weit weg in die freie Tonalität, in ein ganz dichtes Tongewebe und nimmt die Chromatik auf aus der Variation Nummer 20 von Brahms, die Brahms da schon angedeutet, vorsichtig andeutet, wird hier jetzt exzessiv quasi ausgelebt in diesen Tontrauben und diesem Tongewebe. Und daraus entspinnt sich dann rechts ein Vamp, also so eine repetitive Tonfolge, ungewöhnlicherweise in der rechten Hand, sehr hoch, damit quasi links im Bassregister das Thema angedeutet werden kann. Und aus diesem Thema entwickelt sich dann ein Walking Bass, dann sind wir jetzt ein Stück weit bisschen bei Playbach sozusagen und es wird so angedeutet sozusagen dieser Swing über
über Barock, sage ich mal, und mündet dann in die letzte Variation, was so eine Art, also dem Gestus einer feierlichen Coda nachempfunden ist und das Thema auch wieder angedeutet wird. Genau. Und so ist es sozusagen, ich sage jetzt mal, von Händel bis Brahms bedient Ilja sich sozusagen den verschiedenen Arten, mit der Musik umzugehen. Wenn du das so schilderst, stellt sich, glaube ich, ganz schnell auch die Frage, wie viel Jazzanteil bleibt eigentlich bei dieser Improvisation und wie frei geht er eigentlich über die enge Stilistik von Jazz hinaus? Naja, da ist ja die grundsätzliche Frage, wie versteht man Jazz oder was ist die Definition von Jazz, die es ja gar nicht gibt. Das Wesensmerkmal von Jazz ist natürlich die Improvisation. Und ich denke, Jazz hat immer was damit zu tun, mit der Auseinandersetzung der aktuellen Zustände, des aktuellen Kontextes, aber im Bewusstsein mit der Tradition. Also Jazz hat noch nie im luftleeren Raum stattgefunden. Es gab niemanden, der sagte so, ich erfinde jetzt Jazz und mache das am Schreibtisch. Das ist immer angedockt sozusagen an die Musiktradition. Und es gibt ja sowieso keine Musik, die aus sich selbst heraus isoliert allein steht. Egal, welcher Komponist du mir nennen würdest, steht unter irgendeinem Einfluss von anderen Richtungen, von anderen Komponisten, Komponistinnen oder anderen Kulturkreisen oder wie auch immer. Die Frage der formalen Vorgegebenheit des, jetzt sage ich mal, traditionellen Jazz ist ja relativ groß, formmäßig, in sich relativ geschlossene Gebilde. Genau das aber wird ja hier bei Ilja überwunden. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und er kommt sozusagen zu einer Art Metaform. Das heißt, im Kleinteiligen überwindet er es, aber er hat eine große Form, die in sich wieder geschlossen ist. Also in der Geschichte des Jazz in den 120 Jahren jetzt ist ja komprimiert das zusammengefasst, was die Western Classic, was die klassische Musiktradition in mehreren Jahrhunderten erfahren hat. Und es wird hier natürlich auch spüren. Natürlich hatten wir diese Phasen, wo, wie du es beschrieben hast, der Jazz ganz klare Formen hatten mit AABA und klar war, wie das zu improvisieren ist und so weiter. Aber das wurde dann natürlich dann in der Free Jazz Phase in den 60er Jahren völlig gesprengt, wo alle Parameter sozusagen dann aufgelöst wurden. Und ich denke, dass eben diese unterschiedlichen Elemente da alle mit reinfließen. Wie ist das denn, wie muss ich mir das vorstellen im Musiker selbst? Was passiert in dem Moment? Überlege ich überhaupt, ich will jetzt Form durchbrechen, werde Form weiterentwickeln, will das Risiko eingehen, dass es mir in den Fingern zerbröselt? Ist dieses Gefühl oder diese Sorge auch mit immer tragend, wenn man improvisiert? Ich glaube, was hier jetzt auch zu beobachten ist, ist eben diese Reaktion auf den Moment, was passiert. Ne? Also Ilja hatte ja dieses Händel-Thema gespielt und der B-Teil wird wiederholt und endet dann eigentlich auf einem vollen Akkord. Und ich weiß noch, wir hatten uns unmittelbar nach der Aufnahme darüber unterhalten, als du sagtest, er spielt jetzt da nur eine Oktave. Ich weiß nicht, warum er nur eine Oktave gespielt hat, aber in dem Moment, wo die erklang, wusste ich es nicht, du wusstest es nicht. Aber daraus, aus dieser Oktave, hat sich ja quasi dann die folgende Improvisation entwickelt. Die wurde quasi so, die Oktave wurde quasi zum Ausgangspunkt von der ersten Variation. Und plötzlich hat sich das dann sozusagen dann für uns geklärt. Das heißt, das eine Ereignis löst sozusagen wie bei Kafka. Ne? Ich stehe hier, habe hier die verschiedenen Türen, ich muss mich für eine Tür entscheiden. Wie geht es weiter? Und das ist eigentlich das Spannende, was Improvisation, ob im Jazz oder in der freien Musik, völlig unabhängig Improvisation an sich so spannend macht. Ne? Dass ich gehe irgendwo rein
und muss dann erstmal gucken, wie sieht der Raum aus und welche Türen gibt es jetzt hier plötzlich, wie geht es jetzt hier weiter. Ne? Und das ist, sag mal, eben eine andere Geschichte, wie wenn ich ein fertig ausnotiertes, auskomponiertes Werk habe, was ich auch spannend finde, dem nachzuspüren, aber es ist eben eine ganz andere Sache. Herzlichen Dank, lieber Bernd. Es ist interessant, dass du auf den Prozess von Kafka zu sprechen gekommen bist am Ende. Der Prozess hat hier jetzt also sozusagen eine doppelte Bedeutung, nämlich die auch, dass Jazz immer prozesshaft ist. Nicht nur im negativen Sinne der Prozess in der Anonymität bei Kafka, sondern hier jetzt auch im Prozess des eigenen Arbeitens mit musikalischem Material, mit musikalischen Ideen. Herzlichen Dank.